Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Leute, ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn, U-Bahn, Flugzeug oder auf dem Schiff. So heißt unser Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio. Ich bin gespannt jetzt auf eure Stories und eure Erlebnisse. Also, was habt ihr in diesen Verkehrsmitteln selbst schon Ungewöhnliches getan? Oder was habt ihr in diesen Verkehrsmitteln schon an ungewöhnlichen Dingen beobachtet, die dort passiert sind? Wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, 0130 2911, 0130 2911. Christoph, 16 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hier ist der Christoph. Dann leg mal los. Ja, das ist eigentlich, also erstmal möchte ich ganz toll loben. Hier finde ich mich echt toll, deine Sendung. Danke. Höre ich mir so oft wie möglich an. Toll. So, und zwar ist es folgendes, das war 1986. Da war ich 6 Jahre alt und da war ich mit meinen Eltern in Indien Verwandte von mir besuchen. In Indien? Ja. Ja. Also mein Onkel, der arbeitet da beim Goethe-Institut. Ja. Ja, und von dort aus sind dann meine Eltern mit dem Flugzeug von Neu-Delhi nach Kathmandu in Nepal geflogen. Aha. Und das war wohl so ein kleines Flugzeug für 70 Personen. Und während des Fluges, also die stellten fest, wir hätten schon vor einer halben Stunde da sein müssen ungefähr und das Flugzeug kreiste halt durch die Gegend und irgendwelche Gipfel sahen die schon zum dritten Mal oder so. Und meine Eltern schauten mit dem Fernglas aus dem Fenster und haben gedacht, boah, die finden den Flughafen. Ich hatte schon Angst, ja, hier so eine Billig-Airlines, die haben keinen genug Spritreserven an Bord und hat man ja auch die Meldung, ja, Flugzeug am Berg zerschellt und der Flughafen in Kathmandu halt, der kann nur bei Sichtflug, ist da die Landung möglich. Mhm. Ja. Ja. Und ob es ist da ziemlich nebelig, naja gut. Und die saßen halt da am Fenster, hatten große Sorgen und irgendwann kam dann so ein Co-Pilot aus der Kanzel vorne raus, der hatte so ein, sah überhaupt total schmuddelig aus, der hatte, naja, nicht vertrauenserweckend halt. Ja, ja. Und er fragte dann meine Eltern, ob er mal das Fernglas haben könnte. Das ist ja heftig. Ja, das dachten sich dann meine Eltern auch, haben ihm das Fernglas natürlich sofort gegeben. Und der verschwand dann ganz schnell wieder in der Kanzel und kurze Zeit später haben sie dann wohl den Flughafen gefunden und sind dann auch tatsächlich gelandet. Mit Hilfe des Fernglases deiner Eltern? Ja. Ja, das ist nicht so vertrauenserweckend, ne? Nein. Was diese Airlines angeht. Die sind wahrscheinlich dann, wie war das bei dem Rückflug? Da mussten die dieselbe Maschine oder dieselbe Airline wieder nehmen, ne? Ja, der Rückflug, das war folgendes, das war, da war Nebel und da konnten keine Flugzeuge in Kathmandu landen, deswegen mhm. mussten die ja noch lange warten und so. Das ging aber dann ganz gut, weil dann Ersatz-Airlines eingesprungen sind und so. Haben das andere Leute mitbekommen, als der da nach dem Fernglas fragte? Denke ich schon, aber das waren alles Inder oder Nepalesen. Für die ist das normal dann? Für die ist das normal. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also erstmal kennen die Nepalesen in der Fernglas, also es ist ja ein Verkehrsmittel für die und kein Reisemittel, ja. So ein Flugzeug. Ja. Und Englisch können sie ja auch nicht so gut unbedingt. Mhm. Und haben das wahrscheinlich auch nicht richtig verstanden. Aber haben sich auch nicht darüber aufgeregt. Die sind ja immer so sehr gelassen mit ihren Tausendgöttern und so. Hatten deine Eltern ja schon doch ziemlich krasse Angst, ne? Vermute ich mal. Ja. Ja. Doch, also das erzählten sie mir, ich war ja nicht dabei. Ja. Und das wird immer wieder erzählt, wenn vom Indienurlaub erzählt wird, von der Reise. Ja. Dann kommt dieser Flug da. Christoph, danke, dass du angerufen hast. Kann ich noch ganz kurz eben jemanden grüßen? Ja, mach. Und zwar ist das der Rüdiger Neberg in Hamburg. Okay, ist rüber. Bitte? Tschüss, Christoph, das ist rüber jetzt. Jo, gut, alles tschüss. Klar. Ciao. Ciao, tschüss, Christoph. Heike, 27. Ja, hallo Domian. Hallo Heike. Und zwar, ich wollte eine kleine niedliche Geschichte eigentlich erzählen. Ja. Und zwar, ich bin also mit der Straßenbahn hier in Essen gefahren, mhm. vor 3 Jahren ungefähr. Und da war mein Sohn 2, der ist jetzt 5. Und der sprang auf einmal aus seinem Kinderwagen raus, der hatte schon so einen Sportwagen und rannte da auf so einen jungen Mann zu und schrie nur Papa, 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 also durch die ganze Straßenbahn. Mhm. Obwohl, da war überhaupt nicht irgendwie eine Ähnlichkeit. So von der Haarfarbe und Größe ja, aber ich kann da so bis heute nicht verstehen, wie das Kind so reagiert hat.
Ich kam dann mit diesem jungen Mann ins Gespräch. Ja. Wir sind dann anschließend noch einen Kaffee trinken gegangen. Ja. Ja, und das Ende vom Lied, wir hatten dann 2 Jahre eine Beziehung und sind heute sehr gute Freunde. Das ist ja toll. Da hat der Kleine das gestiftet quasi. Ja, der hat das also angestiftet. Und also niemand wird je erfahren, warum er da hingelaufen ist, ne? Nee, wir haben da also über dieses Kind sind wir dann auch zusammengekommen, eben halt auf den Gedanken, noch einen Kaffee zu trinken, ja, ne? Und da hast du so gedacht, naja, wäre auch kein schlechter Papa, ne? Nee, also er war mir auch von Anfang an sympathisch, ja, und so halt mit der Zeit, so 3-4 Monate liefen dann nur Telefonate. Also es liefen erst Telefonate, dann kleine Treffs, ja, ja, und so nach 3-4 Monaten waren wir dann zusammen, ne? 2 Jahre zusammen? Ja. Und jetzt gute Freunde. Sehr gute Freunde. Wir und sind wie Bruder und Schwester jetzt. Toll. Und das ist passiert in einer Straßenbahn in Essen. Ja, richtig. Genau. Wunderbar. Und er wohnte auch um die Ecke. Das war also ganz klasse. Heike, danke für den Anruf. Domian, darf ich auch noch eben ganz kurz jemanden grüßen? Ja, ja. Ausnahmsweise. Ja, ganz kurz nur. Ich grüße alle CB-Funker hier in Essen und besonders die Carola und den Hardy. Besonders Carola und Hardy. Ja. Okay, Heike. Danke dir, bye, Domian. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 20 Jahre. Ja, hi Domian. Ein Namensvetter. Erstmal provisorisch muss ich natürlich sagen, dass deine Sendung super ist und dass ich die ganz toll finde und einzigartig. Danke, aber jetzt zur Geschichte. Ungewöhnliche, ja, was heißt Geschichte? Das ist eher so eine Leidenschaft. Es geht ums Bahnfahren, ja, und ums Schwarzfahren. Aha. Also erstmal muss ich sagen, dass ich leidenschaftlicher Bahnfahrer bin, mehr notgedrungen. Und leidenschaftlicher Schwarzfahrer. Ja, das ist wohl auch richtig, weil beides notgedrungen. Das eine, weil kein Auto, das andere, weil kein Geld. Ja, jetzt darf ich ja gar nicht lachen. Ich muss ja jetzt ernst sein. Nee, stimmt, sein, du musst, ne? Mir also, eigentlich... Warum fährst du schwarz? Nur weil du kein Geld hast, Jürgen? Ja gut, das ist also ein Kindheitstrauma. Ich schätze mal, ich war 10 Jahre alt oder so. Aha. Und bin, glaube ich, mal erwischt worden. Da natürlich dann unabsichtlich, ohne Karte. Mhm. Und natürlich brav, wie man ist in dem Alter, sofort meinen Namen runtergerasselt und alles Mögliche. Die Eltern haben 60 Mark bezahlt. Mhm. Und dann gab es einen jungen Ärger zu Hause, Hauswegen schief. Und ab da dachte ich mir eigentlich, das muss ja nicht sein. Weder das Geld noch der Ärger, und seitdem fahre ich eigentlich schwarz, ohne Ausweis, und bin seitdem auch erst einmal kontrolliert worden. Einmal erst? In 10 Jahren. Ach, ja, das gibt's doch gar nicht. Und ich fahre eigentlich auch in den belebten Linien. In Köln kennst du ja wahrscheinlich 1, 2, dann, ja, die Buslinien, 136er, ja, und so, immer die Kante Innenstadt. Ach so, das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf Straßenbahn, nicht auf Bundesbahn. Auf Straßenbahn. Auf Straßenbahn, ja. Aber da querbeet von morgens bis abends in allen Linien. Und einmal erst? Einmal kontrolliert worden, und da hatte ich dann plötzlich einen anderen Namen, und das gab eigentlich auch keine Komplikationen. Du weißt ja, dass du die Gemeinschaft schädigst damit, ne? Das ist wohl richtig, aber ich denke, also ich meine, es gibt einmal die Möglichkeit, also ich weiß, dass sehr viele Leute zahlen, mehr als man denken müsste. Mhm. Und ich frage mich eigentlich auch, warum sie zahlen. Ich meine, sie, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, zigtausende Mark gespart in den letzten Jahren. Mhm. Und ich denke mal, das ist nicht meine Schuld, sondern die Schuld der KVB. Und es gibt eigentlich, ich meine, okay, Sie könnten jetzt sagen, mehr Kontrolleure kostet mehr Geld, mhm, sind zu hohe Kosten, aber ich glaube, es gibt sehr einfache Systeme. Und ein einfaches System funktioniert zum Beispiel in Köln auf dem Land. Wenn man mit dem Bus auswärts fährt, so Richtung Widdersdorf und so, da gibt es das System, man steigt vorne ein, beim Busfahrer bezahlt seine Karte und steigt hinten wieder aus. Die gute alte Methode. Ja, sehr klassisch, cooler, der persönliche, ja, Kontakt zum Fahrer, ja, und da muss man dann zahlen, sonst, ja, kriegt man roten Kopf, oder? Ja. Wobei, ich bin da nur auch zwiegespalten. Ich muss zugestehen, dass ich auch schon einige Male schwarz gefahren bin. Andererseits, wenn man das zur Dauereinrichtung macht und wenn das alle tun, dann würde das natürlich zur Folge haben, dass keine Straßenbahnen mehr finanziert werden können. Ja, das Witzige ist, dass die Preise unter anderem auch deshalb ansteigen, weil sehr viele schwarz fahren und dadurch fahren mehr schwarz. Ja. Das ist ziemlich schwachsinnig. Wären die Preise niedriger, ich meine, würde ich für 80 Pfennig von, was weiß ich, Lindenthal zum Neumarkt kommen, würde ich mir das überlegen. Ist das wirklich so? Oder für eine Mark, irgendwie was Rundes. Ich glaube, ich würde es mir überlegen. Es würden sich mehr Leute überlegen. Aber wenn das von Jahr zu Jahr mehr wird und mehr wird... Wobei ich beinahe den Eindruck hatte bei dir jetzt, dass es so ein Sport ist. Es ist ein Sport geworden. Aha. Aus einer Notsituation. Inzwischen mache ich mir auch keine Gedanken. Ich fahre selbstverständlich schwarz, weil ich halt auch nie irgendwie kontrolliert werde. Ich fahre, weiß nicht, ich steige 5-mal um und denke natürlich auch nicht die ganze Zeit darüber nach, so, jetzt fahre ich, mhm, schwarz, sondern ich bin ein ganz normaler Straßenbahnfahrer, der den anderen Leuten in den Express guckt und bei den Einkaufsgesprächen zuhört. Ja. Was ich dann auch sehr gerne tue. Deshalb, ich fahre auch deshalb gerne Bahn, muss, mhm, ich dazu sagen. Du könntest das aber schon bezahlen, ne? Also die wichtigen Wege ja, aber ich, ja, muss sagen, inzwischen fahre ich auch umständlich. Also wenn ich am Rudolfplatz stehe, fahre ich schon mal zum Neumarkt, obwohl das gar nicht nötig ist, weil ich in 2 Minuten da wäre zu Fuß. Ja. Also...
Also KVB für die Leute außerhalb von Köln, das ist hier diese Betreibergesellschaft der Straßenbahn und U-Bahn. Wenn jetzt da die Cracks zugehört haben oder einige von denen, vielleicht werden demnächst noch mehr Kontrolleure da auftauchen. Ja, vielleicht habe ich da was ins Rollen gebracht. Wer weiß, wer weiß. Jürgen, danke für den Anruf. Ach so, Moment, ich muss noch die grüßen, die jetzt gerne an meiner Stelle grüßen würden. Okay. Okay, ciao. Tschüss, ciao. Anna, 24. Ja, hallo Jürgen. Auch ich bin ein riesengroßer Fan von deiner Sendung und gucke sie also wirklich fast jeden Abend. Und super Kompliment. Danke. Ja, zu meiner Geschichte. Also ich habe meinen ersten Kuss im Zug bekommen. Den ersten Kuss im Zug? In der Bahn, richtig? Bundesbahn? Nein, Deutsche Reichsbahn. Also ich meine jetzt nicht in der Straßenbahn. Nicht in der Straßenbahn, in der nein. Reichsbahn. Wie alt warst du da? Ich war 14. Aha. Erzähl mal ein bisschen die Situation. Also wir sind mit meinen Eltern an die Ostsee gefahren in Urlaub. Und mit meiner Freundin, die war noch mit dabei, und meinem Bruder. Ja, in dem Alter, ne, da muss man natürlich gucken, was da alles so los ist. Ne? Das ging über Nacht, wir hatten keinen Schlafwagen. Aha. Und die Plätze waren halt auch zu klein, damit sich alle hinlegen konnten. Wir sind dann halt so ein bisschen durch den Zug getigert. Ja. Und haben so geguckt, wer guckt. Ne? Ja, und dann waren in so einem Abteil waren Bauarbeiter oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall so eine Clique von jungen Männern, ich schätze mal auch so 18 rum, ja, 18 bis 20. Und 80 bis 20 Männer? Nein, vom Alter. Vom Alter, ja. Und wir sind dann halt immer da vorbei, weil wir sind dann in den Metropa gegangen, ins Restaurant. Ja. Und dann immer mal aufs Klo, ne? Und die haben sich dann mit uns unterhalten. Ja. Und der eine dann zog mich dann schon immer so zur Seite und meinte, komm, ich will dich küssen und so. Ach, so flott ging das? Ja. Und hast du gesagt, nein, ich möchte es nicht. Nein, um Gottes Willen. Ja, ich hätte ja schon gerne, ne? Aber ich hatte ja noch nie. Ja, und klar, ja, ja. Ich wollte mich da auch nicht blamieren, er war immer ein Eltern, ne? Ja, der hätte bestimmt schon seine Erfahrungen gehabt. Ja, und dann? Ja, dann ging die Zugfahrt so weiter, ja, und dann sind wir dann kurz bevor wir da waren, sind wir nochmal hin. Mhm. Und da hat er mich dann geschnappt, in die Ecke gezogen und hat mich also wirklich richtig niedergeknutscht. Und es war total schön. Du hast dich da auch gar nicht gewehrt, großartig? Nee, weil irgendwann muss es ja mal passieren. Ja, hast ne? du gedacht, also jetzt ist eine gute Gelegenheit, ne? Warum ja, den nicht jetzt? Du eh nie wieder. Hast du ihn nie wieder gesehen? Nein. Wie schade, oder? Nö, eigentlich nicht, weil der hat auch ziemlich weit von mir entfernt gewohnt und da wäre ich eh nicht mehr hingekommen. Also. Da bist du kussmäßig entjungfert worden in der Eisenbahn. Wie, ja. Wie hast du dich danach gefühlt, nach der Eisenbahnfahrt? Ja, super. Also, wie eine reife Frau, ne? Ja, klasse. Also der Urlaub fing gleich gut an, ne? Das sind so Sachen, die wirst du nie vergessen, ne? Diese Geschichte, die Story. Deswegen musste ich heute auch unbedingt anrufen. Ja. Ja, sehr schön. Anna, danke für den Anruf. Okay, tschüss. Ciao. Tina, 61. Ja. Hallo Tina. Hallo du, Mirna. Jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte. Ja. Ich bin ja zwar schon ein bisschen alt für eure Sendung, aber ich sehe sie trotzdem jeden Abend. Wir haben sehr viele ältere Zuschauer. Und ich finde sie toll. Danke. Muss ich dir nochmal sagen. Also meine Geschichte ist jetzt ein bisschen witzig und ich denke immer noch, dass das so einmalig ist. Ja. Weiß ich nicht. Also ich bin mal von London nach Hamburg geflogen. Aha. Und habe so nach einem, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, Viertelstunde sind wir vielleicht geflogen. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, ich müsste auf die Toilette gehen. Ja. Es war also das Freizeichen da, es war grün. Und ich bin durch den Gang gegangen, habe die Toilettentür aufgemacht. Und die klappte also sofort wieder zu. Aha. Und ich... wie das damals so üblich war, man war toll angezogen mit Kostüm und ja, und ich hatte einen Faltenrock an. Ja. Und ein Zipfel von dem Faltenrock blieb in dieser Tür hängen. Also es machte jemand von innen die Tür wieder zu? Jemand machte von innen ja. die, es war also offensichtlich jemand drin. Ja, und jetzt klemmte dein Faltenrock mein in der Tür. Faltenrock, also Zipfel meines Faltenrockes, klemmte in dieser Toilettentür. Ja. Ich habe geklopft, gemacht, getan. Es rührte sich überhaupt nichts. Ich konnte mich aber auch nicht bewegen. Und dann kam die Stewardess und sagte, ja, was ist los? Da habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne hier wieder weg. Ja. Aber ich kann nicht. Meine Rock klemmt dazwischen. Dann hat sie an die Tür geklopft, getrommelt, geredet, gemacht, getan. Es war nichts.
Überhaupt nicht. Es hat sich niemand geregt? Nein, gar nicht. Es wurde von, also inzwischen war jetzt abgeschlossen von innen. Ja. Und dadurch, dass wahrscheinlich der Stoff dazwischen klemmte, konnte sie auch mit dem Schlüssel nichts mehr erreichen. Ach so, mit dem Notschlüssel ja, von außen. Ja, mit dem Notschlüssel. Sie hat, hat das auch versucht. Aber das war alles blockiert. So, dann brachte die Stewardess mir so einen kleinen Hocker, so, ich weiß nicht, so ein Angelsitz oder irgend sowas. Einen freundlichen Drink, eine Zahlung. Und du saßt vor der Klotür. Ich saß vor der Klotür. So zwischen der ersten und zweiten Klasse. Alles guckte, dachte, was ist los? Ja. Dir war es wahrscheinlich riesig peinlich, ne? Ja, erst war mir das peinlich. Aha. Und dann habe ich gedacht, naja, also irgendwas muss ja passieren. Mhm. Irgendwann geht das Flugzeug ja wieder runter und es musste ja was passieren. Ja. Und, aber du musstest ja auch aufs Klo, ne? Nee, also ich weiß gar nicht, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ach, genau. Das war nicht so dringlich? Nee, das war wahrscheinlich, war das blockiert oder was, ich weiß auch nicht. Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich da gesessen mit meiner Zeitung, mit meinem Drink. Und dann, ich habe da, damals dauert es ja noch ein bisschen länger von London nach Hamburg. Mhm. Und ich habe da ungefähr so eine halbe Stunde gesessen. Und dann kam das Zeichen, also jetzt anschnallen und wir landen in Hamburg in was weiß ich, eine Viertelstunde oder so. Und ich saß da und saß da und saß da und dann ging plötzlich die Tür auf. Und da kam ein Herr da raus, richtig so indisch gekleidet mit Turban und mit allem drum und dran. Ein Paar. Ja, und dann hat er gesagt, er hätte sich umgezogen und ja, also vom Businessman zum Inder wieder verkleidet. So weiß sagt, nicht warum. So sagt man dazu. Ja. Und dann hat er gesagt, sorry, Madam. Dann habe ich gesagt, ich wollte ja nur mein Zipfelchen Rock da raus haben. Ich wollte ja gar nicht da rein unbedingt. Ja. Ich wollte ja nur mein Zipfelchen Rock da raus haben. Dann also, hat er gesagt, oh, I'm so sorry. Die waren ja wahrscheinlich in so einer Ekstase, dass die das gar nicht mitbekommen haben mit dem Zipfelchen. Also mit dem Rockzipfelchen meine ich, ne? Aber ich habe meinen schönen Flug von London nach Hamburg jetzt auf so einem kleinen Höckerchen da verbracht. Wie lange ist das her, Tina? Das ist jetzt fast 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. Sex über den Wolken war das. Naja, aber das sollte jetzt auch mal eine lustige Geschichte sein. Also ich denke mir, ich weiß gar nicht, ob das auf der ganzen Welt irgendjemand gegeben hat, dessen Rock jetzt in so eine Klotür eingeklemmt. Wahrscheinlich bist du die einzige Frau auf der Welt, der das hier passiert ist. Weiß ich nicht. Liebe Tina, danke für deinen Anruf, für die Geschichte. Vielen Dank. Schönen Dank und mach weiter so. Alles Gute dir. Jo. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Freunde, heute Nacht heißt unser Thema ungewöhnliche Geschichten in Bus, Bahn, U-Bahn, Flugzeug, auf dem Schiff oder vielleicht in so einem Ballon. Ne? Da kann man ja auch einiges erfahren. Oder vielleicht ruft ein Soldat an, der in einem U-Boot mal irgendwas erlebt hat, weiß was ich, irgendwie auf solchen Verkehrs- oder in solchen Verkehrsmitteln. Auf jeden Fall 0130 29 11 0130 29 11. Und jetzt ist dran der Rainer 41. Rainer? Ja, hallo. Hallo Rainer. Grüß dich, Domian. Ja, ich höre. Ja, schönen Abend. Ich habe was ganz Verrücktes erlebt, und zwar, das ist schon ein paar Jahre zurück, aber ich habe mal in einem Charterflugzeug von Frankfurt nach Bangkok, da hat uns eben zusammen mit einer Frau, ne? Ja. Hat uns die Lust überkommen und da sind wir über Indien in die Toilette gemeinsam. Aha, da haben wir es ja schon wieder. Und es war recht nett, ne? Also ihr seid über Indien in die Toilette gegangen? Ungefähr über Indien. Ja, ne? Wie lange wart ihr dann in der Toilette? Bis wo? Auf vielleicht so 20 Minuten, ne? 20 Minuten? Nur sind diese Toiletten ja sehr, sehr eng, ne? Das ist richtig. Wie macht man das da? Also ich will mir jetzt Details ersparen. Ja, ne? Aber also, so grob. Ne? Aber es ging eigentlich relativ relativ komfortabel. Ne? Also im Stehen? Im Stehen natürlich. Im Stehen, ja. Ne? Im Stehen natürlich. Also einer lehnt dann so an diesem Becken, an diesem kleinen Waschbecken. Ja, sicher. Sowas, ne? Mehr auf der anderen Seite. Mehr auf der anderen auf der Toilette, ne? Und ganz ausziehen kann man sich da ja nicht, ne? Nee, das kann man nicht. Man muss nur die wichtigsten Stellen freimachen, ne? Ja. War euch das nicht peinlich, gemeinsam in diese Toilette zu gehen? Also beim Reingehen hat uns eigentlich komischerweise keiner bemerkt, ne?
wir hatten das vorher abgesprochen, also eben, dass wir so eben auf Toilette gehen. Ja. Und wir haben dann aber anschließend, wie wir rausgekommen sind, da hatten die Stewardess auch noch die Pörse rettet, das heißt diese leitende Stewardess, ne? Ja. Die hat uns dann beobachtet und etwas böse angeguckt. Ich war mal zusammen mit einer Freundin auf einer Damentoilette in einem Restaurant. Und das war nun auch obermäßig peinlich, als wir rausgekommen sind. Und dann standen so einige Mädels schon in der Warteschleife davor. Und meine Bekannte wirklich versank vor Scham im Boden, weil nun jeder natürlich das Richtige dachte in dem Moment. Und das war dann alles sehr prekär. Euch hat das Spaß gemacht? Ja, unheimlich sogar. Ihr seid auch, es ist alles auch vollendet worden. Es ist vollendet worden. Wunderbar. Allerdings bin ich mit der Frau nicht mehr zusammen, ne? Ja. Na gut, das hat aber damit nichts zu tun. Nee, mit Sicherheit damit nichts. Ne? Und du würdest das wieder machen, wenn sich das ergibt? Ja, freilich. Ja. Freilich. Aber wenn sich, wenn ich da einen Tipp weitergeben darf an die Zuschauer, ne, die sowas Ähnliches vielleicht vorhaben, das keinesfalls, also so 2 Stunden vor der Landung zu machen, ne? Weil dann eben bilden sich diese berühmten Schlangen vor dem Klo. Ja, das stimmt. In wie viel 1000 Meter Höhe wart ihr? Das waren 13.000 Meter. 13.000 Meter. Ist der Orgasmus in 13.000 Meter Höhe so wie auf der Erde? Domian, ich kann dir sagen, es ist viel schöner als auf der Erde. Wow. Also das muss ich auch mal. Das habe ich auch nie gemacht, nie erlebt. Ja, mach das mal. Rainer, danke für den Anruf. Okay, du. Tschüss. Ciao. Beate, 23. Ja, hallo Domian. Hallo Beate. Hallo. Ich wollte erstmal herzlichen Glückwunsch an deine Sendung sagen, ne? Dankeschön. Ganz super. Ihr überschüttet uns mit Lob, das ist ja klasse. Bin heute das erste Mal durchgekommen und hat gleich geklappt hier. Toll. Ja, so jetzt zu meiner Geschichte. Das ist noch gar nicht mal so lange her. Mhm. Montag dieser Woche. Montag dieser Woche? Ja, Montag dieser Woche. Ganz frisch. Steige ich nichts ahnend in die Bahn ein. Ja. In Dresden. Straßenbahn? Straßenbahn. Ja. Ja. Und da stand ein Mann vorne in dem Abteil, wo man sich das so anlehnen kann, ne? Ja. Und ich gucke eigentlich nie so hin und ich habe aber diesmal hingeguckt, weil das war doch ziemlich auffällig. Der hatte so eine kurze Turnhose an, es war ja warm, ne? Ja. Und da hing der Penis draußen, ne? Und so, das lief noch so ein bisschen runter, ne? Und da habe ich erst mal gedacht, das kann doch gar nicht sein. Habe ich mich mal wieder weggedreht und der Mann hat aber auch immer wieder so komisch geguckt. Wie, was lief noch runter? Samenflüssigkeit? Ja. Oder? Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Aber da waren auch noch andere Leute in dem... Ja, Ort. Aber nicht viel. Das ist ja so, das sind ja um 3 Türen, ne? Und er stand ganz vorne und ich saß vielleicht 3 Plätze weiter weg, saß ich da, ne? Ja. Und da waren hinten vielleicht noch 2-3 Leute. Ja. Also die Bahn war gar nicht so voll, ne? Und er schaute dich auch an? Ja, er konnte mich genau angucken und ich habe immer zum Fenster rausgeguckt und gedacht, oh Gott, der guckt immer so komisch und der war auch überall so tätowiert und so. Ich dachte, oh Gott, wer weiß, was das für einer ist. Na, da habe ich natürlich erstmal Panik gekriegt. Ich dachte, oh Gott, steigst du jetzt aus? Aber wenn der vielleicht hinterherkommt und so, das weiß man ja bei solchen Männern nie, ne? War auch schon ein bisschen unheimlich, die ganze Sache, ne? Und dann? Ja. Das war komisch. Oh, ja, und dann? Wie ging das weiter? Ja, wie ging das weiter? Dann hieß es auf einmal Stromausfall in der Bahn. Und dann mussten alle raus. Man war schon auch gezwungen auszusteigen. Ich dachte immer, oh Gott, hoffentlich kommt da mal nicht hinterher. Ich hatte so einen Schiss, weil mir ist sowas echt noch nie passiert. Ja. Passiert, man hört es zwar öfters mal. Dann bist du ausgestiegen und der Typ auch? Nein, wir mussten alle aussteigen. Ja, ne? Und dann hat er sich verloren in dem. Ja, ich habe ihn dann zum Glück nicht mehr gesehen gehabt, aber egal, wir wollen mir das auf jeden Fall erstmal nicht. Ich bin dann auch erstmal schnell gelaufen. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht hinterher, ne? Ja, ein ganz, ganz klarer, klassischer Exhibitionist war das, ne? Mhm. Die sind meistens harmlos, aber man weiß ja nie, ne? Nee, wissen tut man das nie, aber das war schon, wenn man das erste Mal erlebt, ich meine, man hört das, wie schon gesagt, viel, ne? Ja. Aber irgendwie... Also die hat das schon Angst gemacht? Oh ja, doch, auf jeden Fall. Hat sich auch angeekelt oder war dir das egal? Ich fand's eklig. Ja. Ich fand's wirklich echt eklig, weil man steigt so nichts an in die Bahn ein, ne? Und auf einmal steht dann jemand da und hat ich dachte, das kann nicht sein. Da musstest du erstmal 2 Mal hingucken, weil man das gar nicht erwartet hat. Nee, sowas, man hat ne? das gar nicht verstanden. Nee, ich hab's gar nicht verstanden. So ja. Und das hat niemand anders wahrgenommen sonst, mitbekommen? Nee, das war so eine kleine Truppe, vielleicht 3, 4 Jüngere, die weiter kleine Schule ist, die dort eingestiegen waren. Die hatten nur mit sich zu tun, die haben das bestimmt nie mitgekriegt. Das glaube ich das nicht. Wahrscheinlich hat der dich auch ausgesucht als Opfer, um sich dir zu zeigen. Ne? Das hat den angetörnt. Wahrscheinlich. Also ein weniger schönes Erlebnis ja, von der so. Beate aus Dresden. Aus Dresden, ja. Aus dem schönen Dresden.
fast im schönen Dresden. Beate, ich hätte nie gedacht, dass es in Dresden auch sowas gibt. Ach, das gibt's überall, was meinst du? In Dresden wohnen nicht nur Saubermänner. Ja, das stimmt. Beate, danke für den Anruf. Geht klar, danke, tschüss. Ciao. Jetzt ist dran die Bettina. Ja, hallo. Bettina, 26. Ja, dein Erlebnis, oder was hast du gemacht? Also ich habe eigentlich nicht sehr viel gemacht. Du hast beobachtet? Nein, auch nicht. Mir ist was passiert. Aha. Aber das war eigentlich was ganz Schönes. Aha. Ich bin vor, jetzt Mitte März bin ich nach Florida geflogen. Und leider frisch verliebt und ohne meinen neuen Freund. Ohne den neuen Freund? Ohne den neuen Freund, ja, weil die Reise, die war halt schon letzten Sommer gebucht. Und ich hatte ihn dann jetzt im Februar kennengelernt und ich war so richtig doll verliebt. Und er kommt auch aus Düsseldorf und der hat mich auch zum Flughafen gebracht. Und ich hatte so richtig Herzschmerz, wir hatten uns dann noch richtig verabschiedet und so. Und er kennt halt von der Fluggesellschaft, mit der ich geflogen bin, kennt er halt so ein paar Leute. Mhm. Dann hat er das auch vorher schon alles mit dem Einchecken abgeklärt und so, dass wir nicht so lange warten mussten. War auch eigentlich ganz schön, weil dann konnten wir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen auf dem Flughafen. Ja, und wir sind dann nachher in den Flieger rein, nochmal kurz in den Duty-Free-Shop. Und mir ging es also ziemlich schlecht, weil ich habe ihn total vermisst, schon nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte. Mhm. Und nachdem wir dann im Flugzeug saßen und gestartet waren, habe ich dann also Kopfhörer aufgezogen, ein bisschen kuschelige Musik gehört und mir eine Zeitung genommen, um mich ein bisschen abzulenken, weil ich auch so ein bisschen Flugangst habe. Ja, und so und ganz plötzlich kam so, also auch durch den Kopfhörer kam dann halt so eine Durchsage. Da wurde dann mein Name aufgerufen und die sollte mich doch bitte in der Mittelkabine bei den Stewardessen melden. Mhm. Und ich habe schon einen totalen Schreck gedacht, Gottes Willen, was passiert und so, das muss ja schon irgendwas ganz Schlimmes sein, wenn du jetzt hier so aufgerufen wirst. Ja, und ich bin dann aufgestanden und zur Stewardess und dann bekam ich dann also von meinem ganz neuen Freund so einen ganz großen braunen Umschlag und da war dann was zu knabbern drin und dann war dann ein ganz lieber, langer Brief drin und dass er mir einen guten Start gewünscht hat und dass er mich vermisst und dass er mich ganz lieb hat. Aha. Und so weiter. Und den hatte er abgegeben bei den Stewardessen? Ja, der kannte da wohl irgendwelche Leute, hat den Briefumschlag wohl ein paar Tage vorher schon abgegeben, weil er genau wusste, mit welcher Maschine ich fliege. Und der wurde mir dann halt während des Fluges dann halt ausgehändigt, also kurz nach dem Start. Das war eine schöne Überraschung. Ja, das war wirklich schön. Vor allen Dingen... Hat dir das das Ganze ein bisschen erleichtert dann zu reisen? Ja. Ja, ich war erstmal mit dem Brief beschäftigt und so. Und ein Liebesbrief natürlich. Ja, natürlich. Also ein bisschen natürlich, ja klar. Er hat mir auch einen schönen Urlaub gewünscht und so weiter und also hofft, dass ich gesund zurückkomme. Ja. Ja, nee, das war wirklich ganz toll. Ach, schön. Wie lange warst du weg? 3 Wochen. 3 Wochen. Ja. Und dann gab es ein großes Wiedersehen. Ja, ja. Mir hat es gegeben. Ja, wir sind ja leider gelandet, als das da mit Düsseldorf gewesen ist, mit dem Brand. Aber ja. Hat das Ganze noch ein bisschen verzögert, aber das habe ich dann auch noch umgekriegt. Ja. Eine schöne kleine Begebenheit im Flugzeug. Ja, ja, genau. Bettina, danke für den Anruf. Ja, darf ich noch ein paar Leute grüßen? Ach, ihr Lieben, ganz nicht, kurz? Ja, wenn ich, das ist jetzt wieder problematisch. Ich habe einmal Ja gesagt. Okay, komm jetzt noch einmal durch. Okay, also ich grüße die Heike Krenz aus Krefeld. Ich grüße den Michael aus Krefeld, die Stefanie Kuhn aus Kempen. Dann grüße ich alle meine Arbeitskollegen und ich grüße ganz natürlich meinen Freund Dominik. Okay, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist aber Schluss mit der Grüßerei. Stefan, 28. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Erstmal muss ich dir ein großes Kompliment machen für die tolle Sendung. Danke. Und natürlich auch dem Team, die sind ganz, ganz, ganz lieb und ganz nett. Vielen Dank. Ja, meine Geschichte. Ich bin vor 7 Jahren und 2 Monaten, habe ich eine Kontaktannonce aufgegeben und habe dann auch jemanden kennengelernt, also so über den Briefkontakt. Mhm. Und wir haben uns dann in Frankfurt verabredet. Ja. Dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in eine S-Bahn gehockt. Zum ersten Mal in deinem Leben? Ja, weil ich komme normalerweise aus Norddeutschland und da gibt es also keine S-Bahn. Also ich hatte früher mal ein Auto und so. Ja. Und bin dann vor einigen Jahren, wie gesagt, hier nach Wiesbaden gezogen, habe dann, wie gesagt, auf die Kontaktannonce geantwortet. Ja. Bin dann also nach Frankfurt gefahren. Habe dann mich auch mit jemand getroffen. Ja. Aber zwischen uns beiden hat es nicht gefunkt, wie das ja nun mal passieren kann. Mhm. Ich mich dann also gefrustet wieder in die S-Bahn gesetzt. Mhm. Und dort saß dann halt ein junger Mann, ja, der gerade von der Arbeit kam. Und also müde und kaputt war. Ja. Und ich, also wir beide saßen in dem Abteil. Er war müde und kaputt und du warst gefrustet. Und ich war gefrustet. Ja. Naja, und irgendwie sind wir dann so ins Gespräch gekommen. Wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Ja, also es ging wohl darum, ich habe mir, weil ich total nervös war und ich weiß auch nicht, weil ich nicht länger nachgedacht habe, habe mir einfach eine Zigarette angesteckt. Mhm. Und da meinte er, so weißt du nicht, dass man in S-Bahn nicht rauchen darf. Ja. Und da war das Gespräch im Gang. Und so ging das dann. Ja. Und
Und es war ein hübscher junger Mann. Ja. Ja. Ja, erzähl mal weiter, ich ahne es schon. Und wir haben uns dann, wie gesagt, ganz angeregt unterhalten. Ja. Und er fragte dann, ob ich bis nach Wiesbaden fahre. Habe ich gesagt, ja. Er hat gesagt, naja, er müsse weiter nach Mainz. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns so gut unterhalten, dass er mit mir in Wiesbaden ausgestiegen ist. Mhm. Wir sind dann zu mir nach Haus. Ach. Ja. Das geht aber sehr schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Das ist mir auch noch nie in meinem Leben passiert. Und dann? Wir waren dann 3 Tage zusammen und 3 Nächte zusammen. Ach, ihr seid dann zu dir nach Hause, ja, und gleich in die Kiste? Naja. Naja, so fast. So ein paar Stunden später. Ja, also hat es ja arg gebritzelt, ne, in der S-Bahn. Ja, ja, kann man sagen. Ja, und dein Frust war wie verflogen. War auf einmal ganz verflogen, ja. Gut, 3 Tage zusammen. 3 Tage zusammen, ja. Dann haben wir uns, ja, ich möchte nicht sagen aus den Augen verloren, aber er ist dann wieder, er konnte es auch nicht glauben und auch gar nicht so fassen, dass man sich also so gut verstehen kann, weil er hat auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Und jedenfalls haben wir uns dann 4 Wochen später wieder gesehen, mhm, nicht in einer S-Bahn, sondern durch Zufall in einer Kneipe. Mhm. Dann hat es richtig geknallt und jetzt sind wir seit 7 Jahren und 2 Monaten zusammen. Nein, das ist ja toll. Das ist ja toll. Das ist ja eine schöne Geschichte. Ja. Die Liebe hat begonnen in einer S-Bahn. Ja. Das ist ja toll. Und nachdem du gerade einen Reinfall erlebt hattest, ne? Kurz vorher. Ja, und er auch. Er auch? Er auch. Wie? Auch, er hatte auch irgendein Date gehabt? Nein, er kam von der Arbeit, aber hatte 4 Wochen vorher, ja, eine Beziehung beendet, die 1,5 Jahre gedauert hat. Ja. Ja, das ist ja fast, das ist Schicksal, ne? Es, ja, sollte irgendwie alles so sein. Ja, wir haben auch schon sehr, sehr oft uns darüber Gedanken gemacht und ja. Jetzt sind es halt über 7 Jahre. Wir sind dann, wie gesagt, auch gleich zusammengezogen. Ein paar, mhm, Wochen später hat er seine Wohnung gekündigt, ist dann halt zu mir gezogen. Ja. Und jetzt sind wir mittlerweile 2-mal schon umgezogen und sind jetzt komplett in der 3. Wohnung. Und ihr seid trotz der vielen Jahre noch ein richtig glückliches Paar? Ja. Toll. Das hätte ich auch niemals gedacht, dass es sowas geben kann. Ja. Aber ja, stimmt alles. Toll, Stefan. Wirklich, wirklich klasse. Klasse. Wie kam das denn, dass ihr nach den 3 tollen Tagen da am Anfang dann euch erstmal wieder ein bisschen distanziert habt? Wie kam das? Weil wir das beide irgendwo gar nicht fassen konnten, dass man sich irgendwie kennenlernt und dass das jetzt einfach was Tolles werden könnte. Mhm. Weil er hatte gerade was Schlechtes hinter sich. Mhm. Ich war gefrustet und war auch lange auf der Suche und es war einfach zu schön, um wahr zu, ja, sein. Man konnte das Glück gar nicht fassen und glauben. Nee, ich kann das, auch wenn ich heute so darüber, mhm, nachdenke, dann kann, das gibt es überhaupt, ja, nicht. Das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto, ne? Dass sich da 2 Leute treffen und dass es sofort dann von 0 auf 100 geht. Ich würde sagen, so ein Sechser plus Zusatzzahl. Plus Zusatzzahl, oder Superzahl, genau, ja. Stefan, danke für den Anruf und grüß den Freund herzlich. Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Tschüss. Kleine Musikpause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln. Zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema ungewöhnliche Erlebnisse in Bahn, U-Bahn, Schiff, Flugzeug oder wo auch immer. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, mir das zu erzählen, 0130 29 11 0130 29 11. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich 25 Jahre alt Stefan. Ja, hallo. Hallo. Irgendwie muss es am Namen liegen, aber dazu später. Also bei mir ist es schon, ja, bei mir ist es schon etwas länger her, und zwar habe ich damals noch in Berlin gewohnt. Ja. Und war halt Schüler und bin dann halt jeden Morgen durch die ganze Stadt mit der U-Bahn halt zur Schule gefahren, und irgendwann fiel mir dann also auch jemand auf, der mich halt die ganze Zeit beäugte. Und halt inne. Ein Mann.
Ein Mann. Aha. Ein Mann, ein Junge, also ja. Er war 3 Jahre oder beziehungsweise immer noch 3 Jahre älter. Ja. Und ja, das zog sich dann so über mehrere Tage und Wochen hinweg. Und ihr traft euch dann immer wieder? Wir trafen jeden Morgen, regelmäßig. Mhm. Und durch eine Freundin habe ich halt die halt jeden Morgen mitgefahren ist, die das dann halt auch mitbekommen hat. Und da habe ich halt erfahren, dass er wohl an mir interessiert war, aber nicht unter dem Namen Stefan, sondern Stefanie. Also ich sah als 10-Jähriger ziemlich feminin aus. Mhm. Ja, und da war halt dann irgendwie schon halt von seiner Seite Interesse vorhanden. Und er meinte mich dann irgendwann mal zu einem Eis einladen zu müssen, was ich anfangs dann noch dankend abgelehnt habe. Ja, sag mir doch mal, wie alt du da warst. Ich war 10, er war 13. Mhm. Und ja, hab den dankend abgelehnt und er hatte mich dann halt nochmal gefragt und wir sind dann auch das Eis essen gegangen. Wie gesagt, durch die Freundin. Er dachte ja, dass ich Stefanie heiße. Mhm. Und irgendwann, als ich schon damals mit 10 gemerkt habe, dass er wohl, wie man damals sagte, mit mir gehen wollte, habe ich dann irgendwie einen Rückzieher gemacht und durch Sommerferien hat man sich dann halt aus den Augen verloren. Mhm. Nun gut, 8,5 Jahre später bin ich dann so nach meinem Coming-out mit 17 in einer schwulen Szene in Berlin dann in der Diskothek jemanden von Weitem gesehen, wo ich mir dachte, den kennst du irgendwoher. Naja, und er ist dann wohl auch auf mich aufmerksam geworden irgendwie. Ja. Und man kam dann irgendwo ins Gespräch und ja, dann stellte sich halt heraus, dass er das war. Er kannte mich dann nach längerem dann halt auch wieder, weil ich mich dann doch schon ziemlich verändert hatte, eher eigentlich weniger. Ja. Und mit dem Guten war ich dann 2,5 Jahre lang zusammen. Ach, das ist ja auch verrückt. Und der war halt interessiert an mir in der U-Bahn damals noch. Als Stefanie? Als Stefanie, weil er dachte, dass ich ein Mädchen bin. Aber du hast eine Metamorphose gemacht und er auch. Ja, so in etwa, ja. Aus Stefanie wurde Stefan und aus dem anderen wurde ein Schwuler. Ja. Und so fanden die beiden sich. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich dieses, also ich sehe öfter deine Sendung, finde es auch ganz gut, obwohl ein Kompliment hin, klar. Ich höre so oft von wegen, dass auch so die Frage gestellt wird, wie lange du schwul bist und solche Sachen halt. Und ich bin nicht der Meinung, dass man schwul wird. Nee, aber man kann so fragen, seit wann man das weiß, ne? Seit wann man darüber nachgedacht hat. Ja, sicherlich, klar. Das schon. Also ich muss sagen, für mich ist es so eigentlich immer schon, also als Kind habe ich gedacht, dass ich irgendwie wohl im falschen Körper bin, weil das kann ja wohl nicht richtig sein, weil so dieses Tabuthema, aber eigentlich gewusst, irgendwo immer schon das vermutet. Aber da gibt es halt ganz viele graduelle Unterschiede, ne? Es gibt schon noch Leute, die erst, weiß ich, mit 20 so einen Klick kriegen und in der Richtung denken. Mhm. 2 Jahre wart ihr zusammen? 2,5 Jahre, ja. 2,5 Jahre. Mhm. Er hätte dich aber nicht wiedergekannt, ne? Naja, gut, da es in Diskotheken ja meistens doch etwas schummriger ist, ne? Aber er mir auch damals irgendwie schon als 10-Jähriger schon gefiel irgendwie so vom ästhetischen Empfinden her. Wobei man sich in diesem Alter ja dann doch erheblich verändert, ne? Von Jahr zu Jahr. Und da sind ein paar Jahre ja eine ganz lange Zeit. Naja, gut, also er hat sich nicht so besonders verändert eigentlich. Ja. Ja, auch die U-Bahn oder S-Bahn oder sowas, U-Bahn. Auch Glücksbringer, ne? Ja. Eigentlich ja. Stefan, danke für den Anruf. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Marion, 28. Ja, hallo. Hallo Marion. Folgendes, ich war mit meinem Mann in Urlaub in Bayern. Ja. Und wir sind von Passau nach München zum Münchner Oktoberfest gefahren. Ja. Mit dem Zug. Anschließend wieder zurück und wir waren so gut drauf, dass ich dann auf die Idee gekommen bin, im Abteil, wo wir alleine waren, mal so ein Nimmerschen zu drehen. Wie, bitte was? So ein Nimmerschen zu drehen, so einfach mal... Eine Masche zu drehen? Nein, sexuell miteinander zu verkehren. Ja, so, jetzt haben wir es. Du nennst das eine Masche drehen? Ja, eine Masche drehen. Habe ich noch nie gehört, aber warum nicht, ne? Ja. Eine Masche drehen, ja. So, und das haben wir gemacht. Ihr habt eine Masche gedreht im Zug? Ja, und da war, es war ja immer so im Hinterkopf, der Schaffner kommt noch, ne? Halt, du musst noch erklären, ihr wart in dem Abteil alleine, ne? Ja, richtig. Ja, und mein Mann meinte dann, nee, das können wir nicht machen und lass das sein, wenn der Schaffner kommt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte einen ganz alten Rock an, so einen Folklore-Rock. Ja. Und er saß mir gegenüber und es war also überhaupt kein Problem. Den Rock mal schnell hochzuheben?
Ja, genau das. Und dann waren wir auch so richtig schön beim Spiel. Ja. Ja, und dann kam der Schaffner. Die Karten bitte. Dann habe ich ganz locker die Karte rübergegeben. Ja, und er saß quasi in dir, auf dir? Ja, oder? Nee, in mir, aber wir uns gegenüber. Ja. Also ich habe sehr lange Beine und war überhaupt kein Problem. Also ihr wart zu Gange und habt euch auch nicht getrennt, als der Schaffner ankam? Nein, überhaupt nicht. Hat der das denn kapiert? Na, ich weiß es nicht, ob er es kapiert hat, weil durch diesen langen Rock konnte er nicht sehen. Und mein Mann ist fast gestorben. Ich merkte, dem ging es die Farbe aus dem Gesicht. Nee, das nicht. Das nicht. Nein, das war immer noch vorhanden. Vollstoff, alles da. Es war super. Ich habe dem Schaffner die Karte gegeben, der hat die abgeknipst. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ja, und dann ging es aber richtig mit der Masche weiter. Ja. Und es war super. Es war richtig spannend. Das hat ja auch was, was einen auch antornen kann, ne? An einem Ort das zu machen, wo eventuell so eine Gefahr besteht, ja, beobachtet zu werden oder ertappt zu werden. Ja, für mich schon, ne? Nur mein Mann ist also wirklich fast gestorben. Trotzdem er mitgemacht hat und es hat ihn auch nicht gestört. Das hätte ich ja gemerkt mit deinem. Ja, ich verstehe schon. Mit deiner Zeichensprache gerade. Ja. Aber ansonsten, es war super. Dann ging das, bis ihr dann am Ziel ankamt? Bis wir am Ziel ankamen und wir haben das genossen. Aber ihr kamt an, dann ihr kamt von München nach Passau, ne? Richtig. Oh, dann bis Passau. Passau ist ja nur ganz streng, ne? Katholisch und moralisch. Ja, in Passau hat uns auch keiner was angemacht. Ich weiß noch nicht, ob der Schaffner aus Passau war, aber auf jeden Fall, es war super. Der kam bestimmt aus dem Rheinland und hat da gedacht, lass die jungen Leute da irgendwas. Nee, glaube ich nicht. Nee, so wie er gesprochen hat, nee, glaube ich nicht. Aber er hat sich ganz super verhalten. Er hat so getan, als wenn er nichts gemerkt hätte. Wie schön. Ich kann es auch heute noch nicht beurteilen, ob er es gemerkt hat oder nicht. Das ist bei uns noch immer die Frage, so, wenn wir drüber reden, hat er es gemerkt, hat er nicht? Ja. Ich meine, er hätte es gemerkt, aber er hat drüber weggesehen. Hat sich denn sowas, Mario, nochmal wiederholt, irgendwo, irgendwann? Nein. Aber das wundert mich, wenn du da so scharf drauf bist. Ja, aber mein Mann nicht. da gehört eine unheimliche Portion Überredungskunst. So. Ja, weil es gibt ja tausend Gelegenheiten, ne, das zu machen im Sommer, ne, überall. Und ach ja, das ist also im Sommer, ist das schon passiert, aber nicht in der U-Bahn oder nicht in der so, U-Bahn. Oder? Mit dem Flugzeug ist ja auch nicht schlecht, ne, was wir gerade gehört haben. Ja, nee, Flugzeug, ich habe Flugangst. Ach so. Ist das nicht. Dann aber ist so das im nicht. Garten oder im Feld oder da ist das schon passiert. Und da hat er auch nicht so Scheu, der Mann. Nee, dann ist er dabei. Ja. Marion, danke für den Anruf und für die Geschichte. Ja. Und tschüss. Tschüss, ciao. Peter, 33. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Mir ist mal passiert, ich bin mal Straßenbahn gefahren. Ja. Da stieg so eine ältere Dame ein. Und da habe ich mir gedacht, naja, höflich muss man sein. Bin aufgestanden, habe gefragt, ob sie sich setzen möchte. Mhm. Und er sagte, nein, danke, ich muss gleich arbeiten. Ich habe nichts dabei gedacht. Denk, naja, wenn sie nicht will, hat sie nicht. Die Bahn fährt ab und dann kommt sie auf mich zurück und sagte, ganz trocken, ich möchte gerne ihr Fahrausweis haben. Mhm. Und das war mein Erlebnis in der Straßenbahn. Aha, da war das also eine Kontrolleurin. Jawohl. In Zivil. In Zivil. Und du warst Schwarzfahrer? Nein. Ach, dann ist es ja was. Nee. Und zu deinem ersten Vorgänger, muss ich sagen, hat er Schwein gehabt, bis jetzt Schwein gehabt. Mich haben sie 5-mal gekatscht, wie ich fast gefahren bin. 5-mal? Ja. Wie viel hast du bezahlt jeweils? Ja, ich habe eine Geldstrafe bekommen. Ja. Und habe noch Glück gehabt, dass ich nicht abgegangen bin im Bau. In Bau, wegen Schwarzfahren? Ja, du kannst, es kann passieren, dass du, wenn du nicht bezahlst, auch die Geldstrafe nicht. Ach so, dann ja, klar. In eine Kiste. Ja, wie hoch war die Geldstrafe für dich? Ja, 1200 Mark. 1200 Mark? Ja, deswegen wundert mich das, der noch nicht Alkohol, der sagt, er ist einmal erwischt worden, aber. Also 1200 Mark, aber dann für 5-mal Schwarzfahren? Ja, richtig. Und du hattest 5-mal dann diese Strafe nicht bezahlt? Richtig. Warum hast du die nicht direkt bezahlt? Wäre es billiger gewesen? Ich kann ja ehrlich sagen, ich bin total arbeitslos. Ach so. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ach, das wird noch nichts mehr kommen. Aber vom Weg, dann kam Gerissverhandlung. 1200 Mark, Stange Geld, ne, für Schwarzfahren. Das war eine Kontrolleurin. Jo. Das fand ich irgendwie für mich ein Erlebnis. Denke ich, na nu. Ja. Du stehst da höflich auf. Und du wolltest auch höflich sein, ne? Ja. Und dann so. Also ich dachte, ja, ich muss gleich noch arbeiten. Ich denke ja nichts dabei. Ja. Und dann kriegst du dann, ja, darf ich mal bitte Ihr Fahrausweis haben. Peter, danke für deinen Anruf. Bitte schön. Und mach weiter so. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.
Uwe, 38. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder durchgekommen bin. Wir reden heute schon zum dritten Mal beide. Sag bloß. Ja. Und dann legen wir los mit der Story. Ja, meine Story folgendes. Es war Wochenende, war in der Diskothek, war unterwegs, wollte morgens um 4 mit der U-Bahn nach Hause fahren, hier vom Berlin Zoologischen Garten aus, mhm. war. Und am Wochenende brennt ja da die Luft und sind ja viele Leute, die morgens nach Hause wollen, und mhm. so war. Ja, ich habe da auch so eine Frau gesehen, habe die aber nicht angesprochen, aber hat mich optisch ganz schön angemacht, war. Ja. Die sitzt so aus kurzen Rock im Sommer, Stöckelschuhe, Nahtstrümpfe, war. Wow. Hat mich schon ein bisschen wuschig gemacht, war. Ja. Ja, sie steigt im Abteil ein, setzt sich auf so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei uns hier in Berlin hast du so Doppelsitzer, zwei gegenüber. Ja, klar, kenn ich, ja. Sie setzt sich da hin, ich sage, na, setz dich einfach hoch dahin, was soll das, war. Mhm. Hab sie aber nicht angesprochen, war. Mhm. Aber angeguckt. Ja, selbstverständlich, mhm. ich konnte von die beide ja nicht mehr weggucken, war. Ja, genau. Also, du hast mir auf die Beine als ins Gesicht geguckt. Ja, weil sie war sehr hübsch, alle Tati stimmt, war. Ja. Ja, auf immer sieht sie, zieht sich den Schuh aus und fängt mit ihren Fuß an meinen Füßen an zu streicheln, so. Ach, hör auf. Ja, ist kein Spruch. Warum soll ich dir was erzählen? Ich hab nicht davon, wenn ich jetzt lüge, war. Waren da andere Leute? Ja, die haben ja auch geguckt und so, war. Und ich hab auch einen roten Kopf gekriegt, war. Ich sag, ja, und ja, ich, natürlich habe ich sie angesprochen, war. Also, Moment, eins an dem anderen. Die hat ja. also mit dem Fuß, mit ihrem entblößten Fuß. Ja, ohne Schuh so an meine Waden so gestreichelt. Gestreichelt. Und dann darauf hast du sie direkt angesprochen? Ja, selbstverständlich. Was hast du zu ihr gesagt? Ich habe gesagt, wie sie dazu kommt, mich so anzumachen, wa? Aber das hast du freundlich gesagt. Ja, ganz freundlich mit einem Lächeln auf der Lippen, weil ich bin da fast zerschmolzen, wa? Was hat sie darauf geantwortet? Sie hat gesagt, also ich muss dazu sagen, sie war leicht alkoholisiert. Nicht betrunken, aber einen Schwips hat sie gehabt. Das habe ich gemerkt, das riecht man ja auch, wa? Ja. Sagt sie, sie findet mich ganz nett und so. Ich sag, wie komme ich denn dazu, wa? Du machst mich ja ernst ruhig, die Leute haben schon geguckt. Das war mir in diesem Fall aber egal, warum die Leute gucken, lass die doch gucken, wa? Ja. Da sagt sie, ob ich Zeit habe. Ja, eigentlich wollte ich nach Hause fahren, ich bin ziemlich müde und aber so. Aber du Nein sagst, ne? Ja, sagt sie, ob ich nicht mitkommen möchte zu ihr. Sanna, was will man? Ja, sagt sie, vielleicht jetzt schön frühstücken, noch ein Glas Sekt trinken und so. Sanna, selbstverständlich komme ich mit, ich bringe dich gerne nach Hause, habe ich gesagt. Ja. Da war ich auch nicht mehr müde auf einmal, wa? Hattest du Alkohol getrunken auch? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel? Nein, ich war also nicht, also wenn ich mal trinke, nicht so, dass ich nicht weiß, was ich mache. So, dann seid ihr beiden raus aus der U-Bahn? Ja, dann sind wir gefahren bis Thiel im Bus, die hat ganz weit in Lübars draußen gewohnt. Ja. Da bin ich natürlich mit ihr fahren, wa? Ja. Ja, und die Endeffektgeschichte, 3 Tage und 3 Nächte habe ich mit ihr verbracht in der Wohnung. Wieder 3 Tage, hatten wir ja schon mal. Ja, das habe ich gehört, ja, wieder. Und das war ein wunderschönes, langes, genussvolles Wochenende. Richtig gut. Ja, Essen, Schlafen, Sex. Guter Essen, Sex. Alles. Gute Frau. Gute Frau. Aber ich wollte sie natürlich wiedersehen, wa? Ja, was war? Warum? Und sie hat aber zu mir gesagt, sie möchte das nicht. Sie war halt spitz, wollte ein Wochenende haben. Sie lebte alleine, ohne Mann, ohne Kinder. Ja. Ja, aber immerhin, dass sie dann drei Tage spitz war. Ja. Und dann war es das, oder wie? Ja, das war es leider. Ja. Ich dachte, die hätte jetzt ein paar Stunden oder einen Tag, eine Nacht da mit dir verbracht. Nee, sie wollte mich ja nicht aus dem Bett rauslassen. ist ja auch ein Kompliment, ne, für dich. Ja, ich hab's wahrscheinlich gut gemacht. Tut einem dann ja auch gut als Mann, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Also das war wieder so ein Ding, womit ich gar nicht gerechnet habe, war. Das ist ja eine super Story, ne? Was ja, meinst du, tausende von Männern, die das jetzt hören, träumen davon, ne? Die sitzen wahrscheinlich jetzt morgens in der U-Bahn in Berlin und hoffen auf so einen Schuss von Frau, ne? Ja. Ja, das war jetzt zwar schon 15 Jahre her, aber ich spiele keine Rolle. Ach so, 15 Jahre. Ja, da war ich 23. Ach so. Aber war trotzdem ein wunderbares Erlebnis. So was werde ich auch nie vergessen. Hat sich gut eingebrannt im Gehirn. Ja, das vergesse ich einfach nicht, wa? Das war hervorragend. Hast du ihn nie wieder gesehen, zufällig? Nee. Sie wollte das doch leider nicht. Leider. Aber sie hat auch alle da gehabt. Trinken, essen, das war ein wunderbares Wochenende. Wir sind ja nicht aus dem Bett rausgekommen, sozusagen, wa? Ist ja ganz toll. Ja, und sowas erlebt man wahrscheinlich nur einmal. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vor allem war das auch noch ein Modell, also von meiner Auffassung her. Die sah ja super aus, da war alles so, wie ich mir das dabei gewünscht habe, irgendwie, wa? Hast du denn irgendwann nochmal eine Frau gefunden, die so an die rankam? Einmal. Aber mit der hatte ich auch eine Beziehung denn. Ja, und jetzt bist du alleine. Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen. Gott sei Dank, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Lieber Uwe, danke, dass du angerufen hast. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Wir werden uns bestimmt nochmal hören. Stimmt, ja, mir macht Spaß. Jetzt möchte ich euch grüßen, euer Team. Klasse. Dich auch vor allen Dingen. Dankeschön. Mach weiter so. Tschüss, Uwe. Tschüss. Jetzt begrüße ich die Heike, 27. Ja, hallo Domian. Hallo Heike. Meine Geschichte hat nichts mit Sex und so zu tun oder Beziehung. Sie ist etwas unappetitlich, aber auch lustig. Ja. Also folgendes, ich kam von der Schule, da war ich so in der 2. Klasse oder so zwischen 7 und 8 nehme ich mal an. Mhm.
Und mir war total schlecht. Und ich kam also nach Hause und meine Mutter saß also schon fertig angezogen, sagte zu mir, also wir fahren heute zur Oma. Und ich sag, um Gottes Willen, so nicht mit dem Bus fahren. Es war so eine ziemlich weite Strecke von einem Ende Wilhelmshavens bis zum anderen quasi. Und ich habe ja so gesagt, mir ist total schlecht, das geht nicht. Und sie hat das irgendwie nicht ernst genommen oder ignoriert oder was auch immer. Jedenfalls sind wir zum Bahnhof gelaufen, steigen in den Bus ein. Und ich hatte einen Kakao oder was in der Schule getrunken und mir ging es trunzmiserabel. Ja, und ich saß auch auf so einem Sitz, wo zwei gegenüber und nebeneinander und so. Jedenfalls saß dann eine Oma neben mir, die hatte ihre Beine so ein bisschen gespreizt, war so fürchterlich warm im Hochsommer und hatte einen Rock an und der war so, hing so ein bisschen durch. Naja, und ich habe meiner Mutter mal wieder gesagt, also mir ist fürchterlich schlecht und so. Und sie, ja, wir sind ja gleich da. Ja, und irgendwann ging nichts mehr so. Mir kam das also hoch wie eine Fontäne, schoss es aus mir raus und ich habe der Oma in den Rock gekotzt. Genau in die Kuhle. Genau rein, aber es hat leider auch den Sitz getroffen. Und das waren damals noch so alte rote Lederpolster oder Plastik oder was das war. Wo das so zurückplatscht. Ja, also es war pervers. Meiner Mutter wurde also gleichfalls schlecht, weil es ihr so peinlich war. Was hat die alte Oma gesagt? Hilfe, und Jassis, und du spinnst ja wohl, und wie kannst du nur? Und mir kam das also immer noch raus. Mir ging es fürchterlich schlecht. Und naja, der Busfahrer erst mal angehalten, was ist hier denn los und überhaupt? Naja, und dann hat er per Funk einen anderen Bus angeordnet, und der kam dann auch irgendwann nach 10 Minuten an. Andere Bus? Warum? Ja, weil der Bus vollgekotzt war. Und total stank wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. So genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich nehme es mal an. Es war ja auch total warm. Und der Kakao, das ist ja dann auch ein reichlich säuerlicher Geruch. Ja, jedenfalls die Oma am Toben, erstmal alle ausgestiegen, dann hat sie das also von ihrem Rock notdürftig entfernt. Meine Mutter ist vor Scham bald im Boden versunken. Und du warst erleichtert? Mir ging es wieder einigermaßen gut, ja, es war ja raus. So, ne? Hast du dich auch ein bisschen geschämt oder war das egal? Mir war das unangenehm, ich hätte fast geheult, ne? Weil die Oma, die hat mich also so angeschrien, nicht nur, dass es mir schlecht ging wegen der Übelkeit, sondern auch dieser Schock, ich habe gedacht, die springt mir jeden Moment an den Hals. Ne? Und dann kam irgendwann ein anderer Bus? Ja, so ein alter Gelenkbus da, die Leute sich dann wieder reingezwängt und der Hit war, dass wir nicht wieder einsteigen durften. Also der Busfahrer hat da gesagt, so geht nicht und sie müssen sich jetzt was anderes einfallen lassen. Ja, dann sind wir in eine andere Linie rein, dann auch zu meiner Oma. Ja, und ein paar Wochen später kam dann jemand von der Bahn und hat dann also irgendwie noch mit meiner Mutter gesprochen. Und vor kurzem, das ist eben der Zufall, haben meine Mutter und ich mal ein paar Papiere zusammengesucht. Ja, und da fanden wir halt diesen Versicherungsschaden. So. Also es hat auch eine ganze Menge gekostet. Wie viel? Irgendwas um 2.500 Mark oder was da, die Reinigung. Ja. Naja, glücklicherweise waren wir haftpflichtversichert. So. Und sie hat das dann über die Haftpflichtversicherung laufen. Und was aus der alten Dame geworden ist, weißt du nicht? Keine Ahnung. Also meine Mutter hat mich dann also auch weggeschickt und hat dann also auch nochmal gefragt und so. Die musste ja dann mit dem beschmutzten Rock irgendwo hingehen, ne? Ja, wahrscheinlich. Nicht ausziehen, ne? Nee. Und wie gesagt, es war auch noch total warm, ne? Naja, meine Mutter hat den Mann da wohl auch gefragt, so wie es der Frau denn wohl ginge, und die hat natürlich auch irgendwie was von der Versicherung gekriegt, ja. Ne? Heike. Ja. Danke für die schöne Geschichte. Okay, schönen Tschüss. Abend noch. Das ist eine Lehre für dich, ne? Wenn dein Kind, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, nee, wenn du mal ein Kind hast, wenn die klagt, mir ist schlecht, Mutti, ja, ne, wird nicht Straßenbahn oder Bus gefahren. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Heike, mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Sonja, 63. Ja. Hallo Sonja. Hallo. Jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ich höre dich sehr schlecht. Sonja, das wird gleich alles besser. Okay. Du hast eine Geschichte für uns. Ja. Dann leg mal los. Also, das ist vor 30 Jahren. Ja. Habe ich gelebt, also ich bin geboren in Zagreb. Ja. Kroatien. Ja. Und vor 30 Jahren oder ein bisschen mehr, also 59, da habe ich gemacht einen Urlaub und habe ich mit einem Schiff fahren nach Dubrovnik. Ja. Und wie ist das große Schiff gewesen und weißt du, wie ist das oben und so weiter? Ja. Da habe ich allein bei. Du warst alleine? Allein. Ja. Reise gemacht. Ja. Und dann habe ich in eine Ecke gesehen, so wie eine Equipe, viele Männer. Und natürlich habe ich gedacht, ob das nicht, Orson Welles, Victor Major, Orson, und so viele andere. Orson Welles war dabei? Ja. Der berühmte Regisseur?
Ja, ja. Den hast du erkannt? Ja. Ja. Die dritte Mann, was hat gemacht. Ja, genau, ja, ja. Und Viktor Mätscher. Ja. Du weißt, wer ist das? Ja. Samson und Dalita und mit Rita Hayworth. Genau, ja. Der mit großen oben Augen, braun. Ja, ja, genau. Ja. Und dann habe ich gesehen, das sind die. Und ich war auch natürlich, ich habe mehrere Schauspieler in Zagreb gesehen, aber so etwas nicht. Das waren ja Weltstars. Ja. Ne? Ja. Und seine Double und von Equipe-Paare und hin und her. Und das hat mir interessiert natürlich, habe ich anfangen ein bisschen spazieren. Ja. Und natürlich, die hat mich auch gemerkt, weil ja, war ich jung. Und viele hat gesagt, Männer früher, das war ich hübsch. Ja. Und ich habe nur einen Spaziergang gemacht und so weiter. Und dann ist Dubler von Viktor Mädchen hinten mir gelaufen und hat gesagt, Signorina, Signorina. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, sie kann ruhig Italienisch sprechen, weil spreche ich besser Italienisch fast als Deutsch. Ja. Viel, viel besser. Und dann, er hat war überrascht, aber nicht so viel, weil, wissen Sie, in Jugoslawien viele sprechen Italienisch, ja, extra die von mir. Und meine Mama ist von mir unten. Wer hatte, dich jetzt, angesprochen? Also Dubler von Viktor Mätscher. Ja. Und dann hat natürlich hat gesagt, ob kann er mich einladen zum Kaffee und oi, und, oi, oi. Und so habe ich hab einfach gegangen und habe ich mit alle da sitzen, Englisch habe ich gewusst, nur Hallo und das war alles. Ja. Und so habe ich Bekanntschaft machen und das hat die Reise hat lang, 3 Stunden dauern und so weiter. Das war toll. Und dann hat gesagt, wann komme ich wieder nach Zagreb oder... Ich habe gesagt, das mache ich nur Urlaub und das lebe ich in Zagreb, komme ich wieder zurück und so weiter. Ja. Und dann hat mir gesagt, also Viktor Mätscher zum Dubler und er zu mir, ob wann komme ich nach Zagreb, soll ich besuchen, Ekipa, die Firmen neben Zagreb. Ist dann noch was draus geworden hinterher? Ja, sicher. Habt ihr noch Kontakt gehabt dann? Bitte? Habt ihr dann noch Kontakt gehabt? Ja, dann habe ich gegangen, wann bin ich zurück von Urlaub, habe ich mich dort gemeldet. Ja. Und dann habe ich als Dolmetscherin für Italienisch übersetzen, was hat Dublet zu mir gesagt, ja, für unsere Statisten, Kaskadieren und so weiter. Sonja, wie lange blieb dieser Kontakt bestehen? Wie lange? Ja. Wie viele Jahre? Oder wie viele Jahre? Ja. Hielt ja sehr lange, der Kontakt? Ja, Kontakt war damals 2 Jahre. 2 Jahre? Ja, 2 Filme und 2 Jahre. Das ist ja auch ein tolles Erlebnis. Ja. Tolle Sache. Und dann, ich war praktisch, was soll ich sagen, Dolmetscherin. Ja. Und ich habe Bilder, ich schicke dir ein Bild. Mach das mal. Liebe Sonja, ja, ich habe noch die Sabine am Telefon. Ich danke dir ja, sehr herzlich. Und ich wollte dir nur sagen, dass deine Sendung ist wahnsinnig schön. Dankeschön. Und gut. Und Sonja, leider habe ich, leider, damals konnte ich nicht einen Passport kriegen. Sonja. Ich habe noch und einen. Ich habe hab nicht gegangen. Ich habe hab die Sabine noch am Telefon. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke tschüss. Dir. Ciao. Tschüss. Sabine, 32. Jetzt müssen wir ganz schnell noch reden. Ja, guten Sabine, Morgen. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Also, ich tue nicht groß deine Sendung loben, weil das macht sowieso jeder. Und ich denke mir. Komm mal zur Geschichte, wir haben ganz wenig Zeit. Ja, ich weiß. Ich denke mir, die Leute würden ja nicht anrufen, wenn die Sendung gut wäre und würden nachts da vorm ja, Fernseher sitzen. So, meine Geschichte ist auch ganz kurz. Vor 2 Jahren, im Mai, ich habe eine Lieblingsblume, das sind die Maiglöckchen. Ja. Vor 2 Jahren war ich schwanger. Ja. Und eine meiner letzten Arbeitstage bin ich wie üblich mit der S-Bahn ins Geschäft gefahren. Mhm. Und ich steige in den Abteil ein, da sitzt dann mir eine Frau gegenüber. Die hat einen ganzen Strauß Maiglöckchen in der Hand, ein riesiger Strauß. Aha. Und die haben geduftet, es war herrlich. Und ich war also ganz begeistert, konnte immer nur diese Maiglöckchen anschauen und habe richtig gestrahlt, wie toll das war. Ja. Und da war es dann so, dass ich die Frau angesprochen habe und gesagt, die sind aber toll. Und hat mir erzählt, dass sie die am Morgen in ihrem eigenen Garten gepflückt hat. Aha. Und das Ende von der Geschichte war so, wo die Frau ausgestiegen ist, 3 Stationen weiter, hat sie mir beim Aussteigen den ganzen Strauß Maiglöckchen in die Hände gedrückt. Wunderbar. Und ist einfach gegangen, hat mir einen schönen Tag gewünscht. Das war eigentlich alles.